Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part Control. Ja, es ist so, dass ich glaube, dass unsere einzige Chance ist, dass wir darüber fliegen müssen. Deswegen, falsch, wollte ich einmal gucken, ob wir irgendwas haben, dass wir unsere Fluchtfähigkeiten verbessern können. Zumindest, dass wir darüber kommen. Ich überlege nur gerade, was wir da machen können. Das ist das Fluchtenergiekosten minus 16. Dass wir vielleicht einfach da besser rüberkommen. Ich möchte aber das Lebensdings doch behalten. Vielleicht reicht das ja jetzt. Und dann dachte ich mir, ich nehme einfach noch ein bisschen Anlauf. Das Problem ist ja einfach, dass wir nicht hoch genug kommen. Okay, ja gut, war eine blöde Idee. Eigentlich müssen wir da direkt, glaube ich, nur rüberfliegen. Wie soll ich da rüberkommen? Also ich habe tatsächlich auch nochmal in die, ich habe in die Komplettlösung geguckt und es heißt, wir sollen da rüberfliegen. Mein Problem ist halt nur, dass ich irgendwie nicht hoch genug komme, um da rüber zu fliegen. Ich kann mich da oben nicht festhalten. Das ist mein Problem. Ich schaffe es nicht, mich da oben festzuhalten. Ich weiß nicht, ob ich zu spät drücke, wenn wir springen, dass wir dadurch zu viel Höhe verlieren. Aber ja. So sieht es halt aktuell aus. Ich weiß nicht, ob das da drüben, das sieht wahrscheinlich nur so aus wie eine Nische. Es ist aber keine Nische. Ja, also ich probiere es jetzt noch einmal. Ansonsten müssen wir das halt liegen lassen. Ich bin mir halt unsicher, wie wir das Ganze am besten angehen sollten. Weil wir verlieren ja an Höhe, wenn wir da... Man kann ja nicht hochfliegen. Das ist schwierig, Leute. Es ist einfach schwierig. Ich habe auch schon überlegt, ob wir uns einfach auf irgendwas Höheres, Gelegenes stellen. Oder ob ich mir einfach irgendwas bauen soll, dass ich mich da drauf stellen kann. Dass wir einfach höher stehen. Aber es ist irgendwie nicht so einfach. Nö, wir sterben einfach wieder. Ich sehe es kommen. Wir sterben. Okay. Ich habe entschieden, wir lassen es einfach bleiben. Wir lassen es erstmal liegen. Und probieren es einfach später nochmal. Es nützt ja nichts. Also wenn wir es jetzt halt einfach nicht hinkriegen, dann kriegen wir es halt leider jetzt einfach nicht hin. Dann ist es so. Vielleicht gibt es... Toll. Noch mehr Uhren. Vielleicht bekommen wir später dazu noch eine Fähigkeit. Das ist der Schutzraum, den Mars mir gezeigt hat. Der Och, nö. Ist das euer fucking Ernst? Au. Dich würde ich gerne übernehmen, danke. Gut, du bist runtergefallen. Muss da mal ein bisschen dichter ran. Der hat jetzt den Typen zerlegt, den ich eigentlich für mich hatte, ne? Ja, ja. Sehe ich schon, danke. Ah. Nee, nee, Kumpel. Ich muss dich doch nur noch einmal treffen. Bleib doch jetzt stehen. Danke. Oh mein Gott. Okay, gut. Wollen wir nicht drüber reden. Also ich, wie gesagt, ich warte jetzt erstmal ab, weil vielleicht brauche ich dafür einfach nur eine Fähigkeit, die ich noch nicht habe. Also das kann ja tatsächlich sein. Und deswegen gehen wir jetzt zurück.
Ich hätte ja auch den Kontrollpunkt nehmen können, aber ich dachte mir, ja, komm, ey, was soll's. Wir können auch kurz laufen. Das ist okay, obwohl so kurz war der Weg gar nicht, glaube ich. Ne? Egal, wir laufen jetzt, habe ich beschlossen. Ich habe beschlossen, wir laufen, beziehungsweise hier ist auch ein Kontrollpunkt. Dann machen wir Schnellreise und dann reisen wir jetzt in die Logistik einfach wieder. Und dann gehen wir jetzt einfach unseren Weg weiter. Wir gucken uns jetzt hier einfach weiter um, gucken, was wir machen müssen, was wir brauchen. Und gehen halt einfach erstmal der Story nach, würde ich sagen. Im besten Fall haben wir das damit erledigt. Okay, so. Vielleicht schaffen wir es dann auch einfach da weiterzukommen. Also ich würde das jetzt einfach so ausprobieren, würde ich sagen. Genau. Das heißt, wir gehen jetzt da raus und dann da oben lang. Also das ist da oben lang, aber halt hier vorne raus. Ich will nur einmal hier hinten noch gucken, ob wir hier auf den Schreibtischen noch irgendwas haben. Aber ich glaube, da ist soweit nichts. Ich räume hier erstmal nur alles ab. Das ist okay. Wer kann, der kann, ne? Okay. Gut. Da hinten sind wir reingekommen. Ne, hier sind wir reingekommen. Oh Gott, das sieht so. Warum sieht dieses Gebäude so todesgleich aus? Ne, da müssen wir weiter. Okay. Es sieht alles einfach nur gleich aus. Das ist ein bisschen ekelhaft. Wir gucken auch noch mal kurz aufs Klo. Auf dem Herrenklo hinten waren wir ja schon, aber auf dem Damenklo ist nichts. Und dann gehen wir mal hier unserem Weg zum Panoptikon. Ich switche noch einmal die Mission, dass wir wieder die richtige auf dem Schirm haben. Und dann machen wir das sonst im weiteren Verlauf, würde ich sagen. Genau. Das, was ich vollkommen okay finde. Oh, was haben wir hier? In memory of the heroic agents who gave their lives to forces known and unknown for the protection and greater knowledge of all humankind, we honor their sacrifice. Wall of Honor. Okay. Wäre ja ganz geil, wenn sie hier, ob das hier die ganzen Leute sind, die am Spiel mitgearbeitet haben, das gibt es ja öfter mal, dass sie das in die Richtung machen. Ist hier Wasser? Ich möchte da nicht runter. Medical Wing. Ah, müssen wir da runter? Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Wahrscheinlich muss ich das, oder? Weil ich wahrscheinlich hier nicht rauskomme. Ja, okay. Beep, beep. Beep, beep. Okay, ja, ich muss da durch. Okay, es gibt keinen anderen Weg. Aber das sieht ja schon wieder irgendwie nicht so schön aus. Krankenflügel. Der Krankenflügel ist eine Drohung. Schnell übernehmen. Bitte, ihr könnt doch hier nicht einfach. Ich habe euch übernommen. Ihr könnt euch hier nicht töten lassen. Das geht nicht. Oh, schön, ey, direkt tot. Ich habe wieder nicht drauf geachtet. Ich könnte mich immer über mich selber ärgern in den Momenten. Ach ja, in den Momenten ärgere ich mich einfach immer so über mich selbst, weil ich einfach nicht aufpasse. Und das ist so dumm. Es ist einfach so dumm, dass ich da nicht aufpasse. Weil ich das eigentlich alles hinkriegen würde. Aber ich bin dann immer, ich weiß nicht, auch dieses da einfach rumstehen. Es ist so dumm. Aber gut. Sarina tut halt gerne dumme Dinger. Oh, gehen wir erstmal hier rein. Finde ich gut. Achso, genau. Und ich ändere auch hier den Kram wieder. In das. Genau. Das kann weg. Genau. Okay. Oh.
So, den übernehmen wir gleich. Den übernehmen wir gleich noch mit. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Weil dann können die nämlich hier die da angehen. Ey, die sind aber auch übel. Ich krieg das immer gar nicht mit, wenn die meine gleich erledigen. Die sind richtig ordentlich aggro unterwegs. Aber gut. Ich muss da einfach dran denken, dass ich im Zweifel deren Dinger zurückwerfe. Wenn die hier mit Granaten... Ich glaube, das ist nämlich das, was mich dabei so brutalst killt. Okay. Was soll ich sagen? Das war gerade leichter. Beim letzten Mal. Na, herzlichen Glückwunsch. Hier komme ich wahrscheinlich noch nicht rein. Nee, okay, da ist aber auch, glaube ich, irgend so ein Pilzding drin. Das ist ja... Also ein bisschen faszinierend hier. Wie easy die dann doch halt auch einfach gehen, ne? Hier höre ich schon wieder was. Ja, nice. Also das ist irgendwie schon so ein bisschen... Als würden das Spiel dann sagen, ja komm, ich bin mal nett zu dir, ich mache dir das mal leichter, weil du kriegst es einfach nicht hin. Oder ich bin anders drauf vorbereitet. Aber, ich weiß nicht, die Gegner auch von ihren Positionen variieren ein bisschen. Also nicht die Menge und welche, aber wie sie positioniert werden am Anfang, ist mir gerade mal so aufgefallen. Okay, die ist von der anderen Seite wahrscheinlich verschlossen. Das sieht hier schon ein bisschen krass aus, ne? Muss man ja schon mal sagen. Das hier schon eher... Oh, die explodieren. Okay. Okay, cool. Damit haben wir die Tür gerade geöffnet. Die kriege ich noch nicht auf. Das Clearance-Level habe ich noch nicht. Mein Gott, was ist das hier unten? Oh, hi. Ja gut, okay, kommt, Leute. YOLO. Was seid ihr denn? Seid ihr Pilzsporen? Ist das eklig. Okay, da unten waren auch noch welche. Sind das Pilzsporen? Die sehen aus wie... Huch! Oh, die explodieren auch. Okay, also die machen bäh. Ja, kommt hier rein. Also die sind jetzt nicht schwer zu erledigen tatsächlich, aber die sind einfach nur bäh. Hört ihr auch irgendwann mal auf? Kommen da noch welche oder war es das? Bin mir unsicher. Oh mein Gott, das ist ganz schön verpilzt hier. Oh, oh. Was bist du? Okay, es ist nicht mega schwer zu besiegen, aber es ist eklig. Okay, wir fangen... Gott, wo fangen wir? Wir fangen einfach... Oh, da ist noch so ein Vieh. Lecker. Okay, das hier... Hier fühle ich mich so ein bisschen... Wie bei... Also, es sieht ein bisschen aus wie eine Unterwasserwelt und andererseits fühle ich mich aber wie bei The Last of Us. Tatsächlich. Muss ich sagen. Die haben so ein bisschen was von den Klickern
Und was auch immer. Okay, das sind Dekonduschen. Ja, das sieht einfach aus wie Dekontaminationsduschen. Okay. Oh, das leuchtet ein bisschen brutal, der Bildschirm. Okay. Ja, also das sind 100. Das sind einfach Dekontaminationsduschen. Definitiv. So, jetzt gucken wir nochmal, ob wir hier unten noch irgendwas Interessantes finden. Aber ich vermute nicht mehr. So wie das hier alles aussieht. Also das ist hier echt ein bisschen verpilzt. Das ist echt ekelhaft. Also hier fühlt man sich wirklich wie in The Last of Us. Okay. Sicherheitsbüro. Haben wir. Check. So. Das sieht auch gut aus. Okay, wir müssen nach da quasi weg. Dann gucken wir uns jetzt erstmal hier um. Würde ich sagen. Versuchen uns hier wieder systematisch durcharbeiten. Weil das auch immer so gut funktioniert. Okay. Gut. Hier gibt es leider nichts zu finden aktuell. Schade. Schade. Oh, aber hier. Nice. Okay. Ist da sonst noch irgendwas, außer wieder ein Bild von mir? Hier läuft heute mal nichts im Fernsehen. Schade. Okay, krass. Ey, wo sind wir hier? Den kann ich aufmachen. Nee, kann ich noch nicht aufmachen. Okay. So, hier liegt auf jeden Fall ein Dokument. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Globus-Prozedere. Okay. Keine besondere Prozedur nötig. Allerdings sollte der Kontakt in Maßen erfolgen, da einige Personen nach einer Berührung von Orientierungslosigkeit berichten. Objekt ist handgefertigt, eingelassen in dunkles Holz. Das Objekt selbst ist lackiert, handbemalt, dreht sich frei auf allen Achsen, während Kontinente und Meere eindeutig der Erde zuzuweisen sind. Haben gründliche Untersuchungen ergeben, dass eine Vielzahl der Abgebildeten sowie andere zusätzlich geografische Gegebenheiten nicht auf unserem Planeten existieren. Auf einer dieser Inseln wurde eine Stadt namens Tanrelio markiert. Der Hersteller hat keine Signatur hinterlassen. Physischer Kontakt mit dem Objekt erzeugt ein Schwindelgefühl sowie Orientierungslosigkeit bei einigen, wobei einige auch von einem ungewohnten Gefühl in Bezug auf ihre Umgebung sprechen. Diese Wirkung scheint sich durch längeren Kontakt nur zu intensivieren und gipfelt in Antriebslosigkeit sowie Depression. Bei Personen, die mit dem Objekt in Kontakt waren, kam es zu Selbstmord. Okay, das ist ein bisschen hart. Also Selbstmord ist schon eine Hausnummer, tatsächlich. Also scheint das ja wirklich echt heftig zu sein, das Ding. Nee, ich habe keine Zeit dafür, Leute. Genau, da müssen wir weiter. Gehen wir jetzt uns mal hier unten umgucken. Was wir hier noch so finden. Da ist auf jeden Fall was. P6 ist der Code der Behörde für Dylan. Seine Zelle wurde geöffnet. Oh, okay. Hat es zwischen ihnen gefunden. Bist du bei ihm? Kannst du ihn schützen? Da muss ich also lang. Okay, dann kann ich mich da oben doch noch umgucken. Okay, nice. Also da wäre ich durchgekommen, wenn ich auf der richtigen Seite gewesen wäre. War ich aber nicht. Okay. So, das nehmen wir mit. Jetzt hat er mir hier noch was angezeigt. Das ist aber da drinnen. Aber da kam ich ja nicht rein. Hä, wie soll man denn da reinkommen, bitte? Okay, ich verstehe. Mhm. Gut, dass wir drüber geredet haben. Okay, das haben wir. Ja, dann gehen wir mal gucken. Also wir müssen da gleich wieder ins Hotel. Aber vorher will ich mich hier, glaube ich, nochmal umgucken.
So, wo komme ich gleich raus, wenn ich jetzt hier runtergehe? Ah, okay, hier waren wir. Okay, von hier sind wir gekommen. Das war unsere Eingangstür. Okay, nice. Gut, dann wollte ich da hinten lang. Genau, ich musste gerade mich kurz erstmal orientieren, was denn jetzt mein Plan eigentlich war, bevor wir da zu Dylans Zelle gehen. Ich bin echt gespannt, was diese Story mit unserem Bruder noch auf sich hat, ne? Aber so richtig. Och nö, nicht schon wieder so ein Film. Okay. 4. August 1964. Wir fanden das älteste Haus beim Erforschen eines vermutlich gewandelten Weltereignisses in einigen New Yorker U-Bahn-Tunneln. Die Agenten fanden den Weg hinein ins Gebäude. Sobald wir es bemerkten, war es da. Für alle anderen blieb es gut sichtbar versteckt. Ein flirrenblinder Fleck, der nicht gesehen werden wollte. Es ist ein Ort der Macht. Ein fortlaufendes eigenes AWE, scheinbar innerhalb seiner physischen Form gefangen und doch ständig die Grenzen unserer Realität überwinden. Instabil, wandelbar. Hinweis: Für weitere Details zu Kontrollpunkten sowie Forschung und Wegen zur Stabilisierung und Sicherung der Kernsektoren gibt es eine eigene Präsentation. Nach intensiver Forschung und Untersuchungen wurde das denn gerade für eine Einblendung? Hauptquartier der Behörde am 13.11.1968. Das Federal Bureau of Control war nie öffentlich aktiv. Es war immer ein getarntes, streng geheimes Unternehmen. Umso verblüffter waren wir, als die blickgeschützten Aspekte des Gebäudes begannen, sich schleichend auf die gesamte Behörde auszuwirken. Okay, da, also irgendwas ist doch hier nicht ganz richtig. Okay, ihr Lieben. So, der nächste Schritt wird jetzt sein, dass wir, so wie es aussieht, wieder ins Ocean View Motel gehen, um zur Zelle, also zum Panoptikum, den Archiven und der Zelle von P6, also unserem Bruder, zu kommen. Das, ihr Lieben, werden wir aber erst im nächsten Part tun. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Und bis dahin, tschüss!